Heiße Quellen und Unterwasservulkane waren vermutlich die Entstehungsorte des Lebens. Die Bedingungen dort sorgten dafür, dass sich Moleküle sammelten und zu komplexeren Strukturen verbanden. Wie das passiert sein könnte, hat eine Forschungsgruppe der Universität München nun in Versuchen erstmals demonstriert. In den engen Gesteinsporen der heißen Quellen sammelte sich Wasser aus dem Urmeer. Dieses enthielt in geringen Mengen RNA-Moleküle. Diese Vorläufer der DNA trugen bereits Erbinformationen, konnten sich verbinden und verändern. Durch den großen Temperaturunterschied zwischen der heißen Quelle und dem Urmeer wurde das Wasser in den Gesteinsporen in Bewegung versetzt. Die RNA-Moleküle sammelten sich so an einem Ort und verbanden sich zu komplexeren Strukturen. Aus ihnen setzten sich später die ersten Einzeller zusammen. Im Urmeer selbst wäre dieser Vorgang unwahrscheinlich gewesen. Diese RNA-Bestandteile, die waren so hoch verdünnt, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass sie sich treffen können und somit das Leben nicht in der Geschwindigkeit sich hätte entwickeln können, wie es sich nun entwickelt hat. Und deshalb sind solche Akkumulationsmechanismen, die in der Natur gegeben sind, sehr wichtig, um zu erklären, wie sich das Leben so schnell entwickeln konnte. Im Labor arbeiteten die Forscher mit einer Glaskapillare anstelle einer Pore. Statt RNA nutzten sie DNA und Enzyme. Ein Laser simulierte den Temperaturunterschied in der Steinpore und erzeugte die Molekülbewegungen. Tatsächlich konnten die Physiker nachweisen, dass sich die einzelnen DNA-Stränge, hier farbig, vervielfachten. Genauso vermuten sie, passierte es mit den RNA-Molekülen und der darin enthaltenen Erbinformation. Es geht letztlich darum, dass auf irgendeine Art und Weise ein Informationsspeicher entstehen musste. Und diese Information muss repliziert werden. Damals gab es natürlich noch keine Zellen, die haben sich wahrscheinlich erst viel später entwickelt. Aber diese Replikation von Informationen ist sozusagen der grundlegende Bestandteil und ohne den Evolution recht schwierig sich vorzustellen ist. Mit ihrem Versuch haben die Münchner Wissenschaftler zwar erstmals die zeitgleiche Anhäufung und Vervielfältigung von Molekülen nachgewiesen, aber noch sind die Laborbedingungen zu weit von jenen im Urmeer entfernt. Wir suchen jetzt natürlich diese Replikation und Akkumulation nicht nur mit DNA vonstatten gehen zu lassen, sondern versuchen auch RNA-Konstrukte dort einzubinden, die dann verträglicher wären mit diesem RNA-Weltmodell. Das ist schon sehr anspruchsvoll und wir werden wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen, bis wir das wirklich in dieser Art und Weise etablieren können. Das Team hofft, in 2 bis 3 Jahren die Versuche mit RNA durchzuführen und dem Geheimnis des Lebens damit noch ein Stückchen näher zu kommen.